Da sind wir jetzt wieder zurück bei Samurai Warriors 1 und wir haben Masamune Data abgeschlossen und jetzt wird es Zeit für einen etwas merkwürdigen Durchlauf. Und dafür ist kein geringerer als Goemon Ishikawa, König der Diebe, zuständig. Also los geht's, Goemon. Reiße uns hin in deine schöne Geschichte. Wen kümmert eine mickrige kleine Haarnadel? Der Mühe wert? Ganz sicher nicht, ganz sicher nicht. Diese wunderschönen Kirschbäume können Sie haben. Das ist mir doch egal. War das nicht wunderschön? Das ist auch ein toller Einstieg. Und wir starten in einer Burg. Der Angriff kommt rein. Tempo auf jeden Fall. Komm, wir nehmen die Land. Oder? Nö, wir... Oder doch, für Goemon, da lohnt sich eigentlich die Laterne. Weil es hier viele Schätze zu holen gibt. Sprung nehmen wir natürlich auch. Wer springt nicht gerne? Und auf geht's. Wir sind jetzt auf der Suche nach dem Regenpfeiferkrug, einem legendären Schatz von Hideyoshi Toyotomi. Ein Krug, der anscheinend also, singen soll. Zu diesem reichen Schatz, von dem ich gehört habe. Ein Eindringling auf dem Gelände. Sucht ihn. Was? Was für ein Aufruhr. Ach, was soll's. Jetzt habe ich's bis hierher geschafft. Jetzt schnapp ich mir, was ich kann. Richtig. Deshalb holen wir uns sämtliche Schätze. Oh, wow. Und wir können einen super Butt-Slam machen. Wie bei Borderlands. Nur ohne Antigravitation. Einfach mit dem Arsch auf dem Kopf anderer Leute. Ist halt nicht schön. So. Aber gebt mir all eure Schätze. Dafür bin ich hier. Goemon, der Meisterdieb. Eine Waffe. Ein Skatz. Was? Das waren schon alle Schätze? Sammle die Schätze auf jeder... Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Wer da? Ich bin Goemon Ishikawa, König der Diebe. Dieser Name ist dir gewiss bekannt. Haha, und wir tanzen. Autsch. Wir sind ihm nicht bekannt. Doch du musst gehen, bevor du verletzt wirst. Drum gehe, denn ich verletze dich. Ich habe in meiner Pflicht versagt. Du armer kleiner Mann. So, wir. Die Treppe zur nächsten Etage ist zwar offen, aber ich will mich vergewissern, dass hier nicht wirklich noch mehr Dummes Schätze. Kind. Weißt du nicht, wer ich bin? Rumlungern. Ich bin Goemon Ishikawa, König der Diebe. Richtig. Und wir sind Level Up, warum auch immer. Achso, Mission ist jetzt erst zu Ende. Hier ist kein. Doch! Haha! Ach, das ist kein Schatz. Schade. Gut, dann werden wir wohl einfach weitergehen. Denn wir haben nicht so viel Zeit. Da geht's lang, okay. Aua! Oh, nicht aufgepasst. Und wie ihr seht, Goemon ist ein bisschen träge, weil er ein bisschen... stämmiger gebaut ist. Deshalb ist es ganz wichtig, dass ich ihm die Tengu-Schuhe verpasst habe, damit er ein bisschen schneller ist. Ansonsten wäre
wär die Mission eine einzige Plage. Dass man sich so abplagen muss. Sammle die Schätze ein. Und begib. Oh, das war knapp. Habe ich wieder nicht aufgepasst. Ich öffne Türen immer mit meinem Hintern. Das hat das Spiel schon gut erkannt. Hier. Bong. Haha. So mache ich es auch zu Hause. Oh. Klappt nicht immer. Moment, war da ein Schatz? Nein. Okay. Shigemasa Nakagawa. Erwischt. Drum stirb. Ich habe dich erwischt. Schatz? Nein. Oder? Dann gehen wir mal hier lang. Schatz! Haha! Du bist mein. Okay, das war aber nicht der einzige Schatz hier. Deshalb suchen wir die anderen. Haha! Gott, ist das witzig. Schätze sammeln, das ist ja wie eine Schnitzeljagd ohne Schnitzel. Schnitzel. Egal. Schatz? Kein Schatz. Doch, Schatz. Oh, Tempo, ist auch gut. Das ist fast noch besser als ein Schatz. So, da geht das ganz fix. Kann ich hier in den nächsten Bereich und weiter in den nächsten Bereich und noch weiter in den nächsten Schatz. Aua, damit hätte ich rechnen müssen. Scheiße. Noch ein Schatz, sehr gut. Und hier gibt's, es war wieder nicht der letzte Schatz, deshalb können wir hier einiges abräumen anscheinend. Verzeihung, dies ist kein Ort für deinesgleichen. Tut mir leid. Oh, Entschuldigung, Verehrteste. Hey, Moment mal. Moment mal. Klonk. Ich flag ja nicht gern Frauen, aber das, da blieb mir keine andere An Wahl. An jemanden wie dir könnte ich Gefallen finden. Na, das verwundert mich jetzt. Ich bin doch ein Dieb. Ein dreckiger Dieb. Und da ist ein Schatz. Ein schöner, sauberer. Da ist ja gar nichts drin. Lange ertrage ich es nicht mehr. Ich fühle mich mies, obwohl ich gewonnen habe. Oh, gut, Mann. Ein Schatz wird deine Stimmung sicher wieder heben. Haha. Haha. Oh, shit. Falsche Taste. Ihr und eure lächerlichen Fallen. Glaubt, ihr könntet mich aufhalten. Goemon, Meister der Diebe. Komm ich da hoch? Nee. Dafür mit dem Arsch inne stacheln. Und wir müssen aufs Zeitlimit achten. Aber ist ja witzig. Die anderen Missionen mit Masamune Date gingen so schnell zu Ende. Da kann man doch mal hier so eine kleine Räubertour machen. Okay, anscheinend waren das alle Schätze, oder? Ja, anscheinend. Erwischt! Und da fährt wieder der Zug draußen vorbei. Oh. Verflucht seist du, du Bahngesellschaft aus der Hölle. Mit deinem lauten Zug und Güterwagen und allem drum und dran. Sammle die Schätze ein. Das heißt, wir müssen gleich durch diese tödlichen Fallen, durch die man eigentlich nie wirklich muss. Außer jetzt. Hier, diese Fallen meine ich. Denn hier ist ein Schatz. Haha, Glück gehabt. Oder können. Sucht euch aus, was von beiden es war. Mir ist es egal, ich sage, es ist können. So, hier müsste gleich ein Gegner kommen. Nee, Tür ist schon offen. Ist hier ein Schatz? Nein, dann können wir getrost weiter. So, Schatz? Nein. Aber Gegner.
Oh, falschen getroffen. Erwischt. So, so einfach ist er. Wir sind ja schließlich König der Diebe. Wir haben einen Ruf zu verlieren. Deshalb müssen wir hier äußerst gründlich alles durchsuchen. Oder durchsuchen. Durchsuchen oder durchsuchen. Je nachdem, was ihr besser findet, können wir betonen. Oder? Ja. Wo geht's? Wo soll ich lang? Hier lang. So, hier ist nix. Schade. Hier drin? Auch nix. Doppelschade. So. Hier nochmal reingucken. In alle Ecken. Als Meisterdieb muss man wissen, dass man überall nachgucken soll. In jede kleinste Ecke. Aber man muss auch auf die Zeit achten, dass man sich schnell wieder aus dem Staub macht. Sonst wird man hier in Brand gesteckt oder so. So, ist hier rechts ein Schatz? Nein. Wir können jetzt geradeaus weiter zur Treppe. Aber wir gucken erstmal weiter nach Schätzen. Hier drüben ist nämlich noch eine Tür und da ist eine Kiste. Eine schöne Kiste. Eine gut. Da ist ja gar nichts drin! Welch eine Gemeinheit! Ich nehme alles zurück. Die Kiste war scheiße. So, dann können wir hier noch durch. Auch wenn ich glaube, dass wir hier schon waren. Wir noch hier in den Raum. Oh, das wäre eigentlich ein perfekter Ort für einen Schatz gewesen. Aber okay, dann halt kein Schatz. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber okay. Ein trauriger Goemon. Hanzo! Stirb! Nimm dein Schicksal an, der abtrünnige Mein Schicksal Ninja. Ist es, reich zu werden. Wer da? Es ist Hanzo! Mit dir befasse ich mich später. Hinfort! Hey, komm zurück! Ich, ja. König der Diebe, fordere euch heraus. Jetzt zeigt mir, was ihr könnt. Und er ist schon tot. Und ich kann auch einen Film sehr empfehlen. The Legend of Goemon. Ist aus dem Jahr 2010 rum. Irgendwie so 2010, 2013. Entweder so oder so. Ist ein sehr schöner Film. Sehr verrückt. Zum Teil auch ein bisschen komisch. Schatz. Aber. Verdammt! Ein weiterer Feind. Hey, es ist der Spanner, Kerl. Ich bin kein Spanner. Ich will nur Schätze. Alle Schätze, die ihr habt, gehören jetzt mir. Oh. Spüre meine Kanone! Erwischt! Tschüss! Ja, ja, echt erwachsen. Entschuldigung. Ja. Oh. Das ist wie auf dem Spielplatz. Der Stärkere haut dem Schwächeren mit der Schippe auf den Kopf. Und das ist sehr, sehr erwachsen. Und jetzt nehme ich all sein Hab und Gut und gehe nach Hause. Was? Rettungseinheit? Sind doch schon alle tot. Prächtiger Anblick. Prächtiger Wahrlich, Anblick. Prächtiger Anblick. Das war unsere erste Schatzsuche. Und das war doch wunderschön, oder nicht? Wir haben... Jetzt gucken wir unsere... Oh. Hey, da bist du also, mein Schatz. Ich habe dich schon gesucht. Hihi. Was zum Wer zum Wie zum? Das war der Regenpfeiferkuchen. Und hier sehen wir unsere schöne neue Ware. Oh, mit Todeselement. Das ist doch wunderschön. Die Objekte waren gar nicht so schön, aber okay. So, was zum Wer zum Wie zum? Ach nee, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Und das. So. Alles klar.
So wie dazu, dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Goemon Ishikawa, dem König der Dieben. Bis dann.